Und ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, Drucksache 209640 zu Drucksache 209251. Ich erteile zunächst der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses als Berichterstatterin, Frau Abgeordnete Kerstin Geis, das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Das tut er mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die SPD, die AfD, die Freien Demokraten und DIE LINKE. Und der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen. Die entnehmen Sie bitte der Vorlage. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Mit aufgerufen wird Tagesordnungspunkt 68, das ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 209641 zu Drucksache 209501. Und hierzu bitte ich nun Herrn Abgeordneten Michael Ruhl um seine Berichterstattung. Entschuldigung. Ich habe es aber verstanden. Nein, Entschuldigung, Herr Ruhl hat schon ganz irritiert geguckt. Ich meine selbstverständlich Herrn Reul. Ich wollte nur gucken, ob alle aufmerksam sind. Herr Reul, Sie haben das Wort. Kurz von dem Ergebnis. Der Haushaltsausschuss hat zu diesem Thema getagt und hat beschlossen, dass er dem Plenum empfiehlt, mit den Stimmen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKEN bei Stimmenthaltung der AfD diesen Gesetzentwurf anzunehmen. Dankeschön. Sehr weise Entscheidung. Vielen Dank an Herrn Reul. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Generaldebatte heute abzuhalten und die Beratung anderer Einzelpläne sowie die Abstimmung am morgigen Mittwoch vorzunehmen. Der Anlage zu Tagesordnungspunkt 11 können Sie zudem entnehmen, dass sich die Fraktionen im Ältestenrat auf eine Redezeit von 30 Minuten je Fraktion für den Einzelplan 02 und insgesamt 80 Minuten für die Einzelpläne 01 und 03 bis 15 ohne Begrenzung der Redezeit für die einzelnen Rednerinnen und Redner bei der Aussprache über den jeweiligen Einzelplan verständigt haben. Jedem fraktionslosen Abgeordneten stehen insgesamt 4 Minuten Redezeit für die Einzelpläne zu. Und es wurde im Ältestenrat vereinbart, dass beim Einzelplan 02 wie auch bei den anderen Einzelplänen Kurzinterventionen auf die Redezeit angerechnet werden. Folgende Rednerreihenfolge wurde festgelegt. Die Fraktion der SPD beginnt. Danach spricht Herr Ministerpräsident Rhein. Es folgen die Fraktionen der AfD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Freien Demokraten, die Fraktion DIE LINKE, die CDU und dann, sofern gewünscht, die fraktionslosen Abgeordneten. Und jetzt rufe ich vereinbarungsgemäß Einzelplan 02, hessischer Ministerpräsident, auf. Und ich erteile dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn Günther Rudolph, das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im vergangenen Jahr war Corona das Hauptthema in der Generaldebatte. Der 24. Februar diesen Jahres, der Überfall auf die Ukraine, der Krieg in die Ukraine, hat uns enorm herausgefordert. Das war ein Tag, der weltweit für Herausforderungen sorgt. Krieg und Corona. Corona ist ja auch noch nicht zu Ende. Die Kombination von zwei weltumstandenden Krisen hat eine neue Phase der Herausforderung für uns ausgelöst, sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch. Die Menschen in Europa, in Deutschland, aber auch in Hessen sind im besten Falle besorgt über das, was geschieht. Und viele sind nicht nur besorgt, haben schlicht Angst
vor dem, was die nahe Zukunft bringt. Die Menschen stehen unter Druck, weil explodierende Gas- und Strompreise das Familienbudget sprengen, weil jeder Einkauf im Supermarkt teurer geworden ist und weil Arbeitsplätze in Gefahr sind, weil Produktionsketten unterbrochen sind und weil sie Furcht vor dem sozialen Abstieg in ihrem Leben haben. In einer solchen Phase, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer solchen Zeit brauchen die Menschen, braucht das Land Orientierung und Sicherheit. Und das ist Aufgabe derer, die in Staat und Wirtschaft Verantwortung tragen, also auch von uns im Hessischen Landtag, Orientierung und Sicherheit zu geben. Damit meine ich, dass ein starker Staat an der Seite der Menschen steht und dass die Menschen untereinander solidarisch sind. Für das Prinzip der Solidarität und des starken, helfenden Staates stehen wir als SPD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf der anderen, der falschen Seite stehen die Populisten, stehen in diesen Tagen diejenigen, die aus der Krise politisches Kapital schlagen wollen. Die Populisten, die immer wieder einfache Lösungen für komplizierte Sachverhalte und Probleme anbieten. Die Spalter, die unser Gemeinwesen vergiften, die Zwietracht sehen und Ängste schüren, sie fühlen sich zu Recht angesprochen. Genau sie meine ich. Denen müssen wir als Demokraten seriöse, lösungsorientierte Politik anbieten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Altes Sprichwort, getroffene Hunde bellen. Sie können ja nachher mal erklären, wie viele Abgeordnete noch in der AfD-Fraktion Mitglied sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht unser Job als Politiker, nur das zu sagen und zu tun, was Medien und Meinungsumfragen gerade für populär halten. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, was richtig ist, populär zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit möchte ich überleiten zur Landespolitik. Sind CDU und Grüne, die in Hessen Verantwortung tragen, ist deren Politik noch richtig gut und populär? Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für was stehen CDU und Grüne? Sie stehen zunächst für einen sehr lockeren Umgang mit Recht und Gesetz. Ich erinnere an den Verfassungsbruch wegen dem sogenannten Corona-Sondervermögen, was Sie zu verantworten haben. Ich berichte über das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zur Beamtenbesoldung, was rechtswidrig war. Ich rede über zwei Untersuchungsausschüsse, die zu untersuchen haben, ob in Hessen Sicherheitsbehörden Fehler begangen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich rede auch über den Vorgang Nachrücken von Frau Kühne-Hörmann für Herrn Bouffier. Das ist ein Vorgang, der stark nach Tricks erreicht. Das ist die Realität von CDU und Grünen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil es von rechts von der Regierungsbank einen vermeintlich intelligenten Zwischenruf gibt, Haushaltsrede, wir reden nicht über den Einzelantrag, sondern über die Generaldebatte des Landeshaushaltes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, was ist Schwarz-Grün? Was ist die Politik von CDU und Grünen? Eine Zweckkoalition zum Machterhalt, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Ablauf dieser Wahlperiode beendet. Um das ganz deutlich zu sagen. 9 Jahre lang haben es CDU und Grüne geschafft, als sei das die Koalition schlechthin. Der Vorgänger von Herrn Rhein hat das ja in einer Art und Weise vorgetragen, dass man sie am Schluss auch nicht mehr hören konnte. Unsicherheiten und Streitigkeiten gab es nicht, und wenn, wurden die hinter dicken Stahltüren ausgetragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was für ein Schauspiel mittlerer Güte. Nein. Bei wichtigen Themen herrscht tiefe Uneinigkeit, beim Windkraftausbau zum Beispiel, beim Klimaschutz, bei den Ersatzfreiheitsstrafen, bei der Videoüberwachung. Ja, wo ist denn der Gesetzentwurf? Wann wird er denn verabschiedet? Vor Monaten im Innenausschuss beraten? Oh, das ist jetzt mein Fehler. Da bitte ich um Nachsicht, weil der darf ja erst beraten werden, wenn der grüne Landesparteitag rum ist, sonst werden die grünen Innenpolitiker wieder durchgereicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen antworten jetzt und nicht erst in ein paar Monaten. Wahlalter mit 16, im Punkto Erbschaftssteuer auch große Unterschiede zwischen CDU und Grünen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann kommen wir zu dem Thema der Vorratsdatenspeicherung.
auch ein Thema, wo CDU und GRÜNE völlig unterschiedlicher Meinung sind. Und das, was wir erlebt haben in den letzten Tagen, Herr Kollege Wagner, war schon beeindruckend, dass Sie sich öffentlich über Pressemitteilungen austauschen. Sie waren befremdet über das Vorpreschen von zwei Ministern. Ich habe gehört, in der CDU wäre das Vorgehen der beiden Minister auf großen Beifall gestoßen. Also so unterschiedlich sind schon die Darstellungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, sie trennt mehr, als sie eint. Und deswegen ist es gut, dass die Wählerinnen und Wähler nächstes Jahr entscheiden können, dass es mit Schwarz-Grün nicht weitergeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein Landeshaushalt ist ja auch immer ein Programm, was dahinter steckt, nicht nur Zahlen. Das hat auch nicht jeder auf der Regierungsbank verstanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Programm, was hinter diesen Zahlen steht, ist eher schwach. Selbst im Angesicht von zwei globalen Krisen und ihren verheerenden Folgen bleibt die Antwort aus Wiesbaden eher übersichtlich. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind das Soziale, die Gerechtigkeit und die Solidarität der Schlüssel zu allem anderen. Sozial und gerecht ist, was dafür sorgt, dass die Menschen unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Erfolg, ihrem sozialen Status und ihren körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeiten alle Möglichkeiten haben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Sozial und gerecht ist es, wenn starke Schultern mehr als schwache tragen. Sozial und gerecht ist es, dafür zu sorgen, dass der Unterschied zwischen den Wohlhabenden und dem ärmsten Teil einer Gesellschaft nicht immer weiter wächst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss das Credo, das muss die Maxime für unser Handeln sein. Solidarität und Unterstützung in der Krise auch auf Landesebene. Es gibt Entlastungspakete auf der Bundesebene, drei Pakete mit rund 200 Milliarden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die zeigen, dass die Politik in der Lage ist, auf die drängendsten Fragen Antworten zu geben. Die Bürger brauchen Orientierung und Unterstützung. Und die Unternehmen haben Angst, ob sie noch weiterhin bestehen können. Vereine und Verbände, das Ehrenamt leidet. Und deswegen ist es gut, dass es diese Entlastungsebene auf Bundesebene gibt. Und wir haben schon frühzeitig, auch die Freien Demokraten, gefordert, dass wir in Hessen Ergänzungsprogramme zur Bundesebene auflesen. Das war ein Angebot. Und ich will das auch hervorheben, was dann auch vom Ministerpräsidenten von den Koalitionsfraktionen angenommen wurde. Und wir haben uns verständigt auf ein Paket von 95 Millionen Euro. Das waren konstruktive, das waren gute Gespräche. Und das sage ich an der Stelle, weil die Menschen wollen in diesen herausfordernden Zeiten Antworten. Wir haben sie gegeben. Wir hätten uns noch mehr vorstellen können. Aber es war ein gutes, ein richtiges Signal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit nicht die Gefahr besteht, dass ich dann zu freundlich zu Ihnen bin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, keine Sorge. Nein, Herr Ministerpräsident, ich sehe es auch nicht so optimistisch. Will ich sagen, das, was Sie gestern verkündet haben, ein Paket von 3,5 Milliarden Entlastung auf hessischer Ebene, hört sich ja sehr martialisch an, ist ja eine tolle Leistung. Sie verkaufen auch wenig relativ viel. Das muss ich Ihnen lassen. Ihre PR-Abteilung ist schon ordentlich. Aber wir haben es trotzdem gemerkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 3 Milliarden sind schon mal 3 Milliarden Bürgschaftsprogramm. Dann haben Sie noch die zusätzlichen Mittel, die Sie brauchen als Komplementärmittel für die Bundesebene. Jetzt ziehe ich die 95 der vier Fraktionen ab. Dann haben Sie ein Programm von rund 60 Millionen aufgelegt. Und dann bleiben noch 45 zu den 200 Millionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt nicht so ganz riesig. Und ich sage Ihnen jetzt schon, wir sind der Auffassung, wir werden weitere Mittel brauchen. Wenn Sie sich die Zahlen der anderen Bundesländer anschauen im Vergleich zu Hessen, müssen wir noch zulegen. Und wir müssen in der Krise gegensteuern. Es darf nicht erst passieren, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass Firmen kaputt gehen, dass Steuereinnahmen wegbrechen. Und deswegen, glaube ich, haben wir hier noch Nachsteuerungsbedarf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es auch falsch, wenn Sie als hessische Landesregierung im Bundesrat im Ausschuss gegen das Jahressteuergesetz gestimmt haben. Was haben Sie eigentlich herein dagegen, dass wir Übergewinne abschöpfen? Sollen doch nicht diejenigen an der Krise auch noch verdienen? Baden-Württemberg, Schwarz-Grün regiert, hat zugestimmt. Hessen, Schwarz-Grün regiert, hat es abgelehnt. Ein völlig falscher politischer Ansatz. Und deswegen Übergewinne darf es nicht geben. Keine Gewinne in der Krise. Und nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch die anderen Herausforderungen führen dazu,
dass immer mehr Flüchtlinge sich auf den Weg machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Flüchtlingszahlen sind heute höher als in 2015. Allein in diesem Jahr sind rund 80.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gekommen, 15.000 Asylsuchende aus anderen Ländern. Der Bund macht einiges, ja, aber wir wollen ehrlich sein, die Hauptarbeit machen nicht wir hier in Wiesbaden oder in Berlin. Die Hauptarbeit leisten diejenigen in den Städten, Gemeinden und Landkreisen und den Ehrenamtlichen. Und deswegen sage ich an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Das ist Mitmenschlichkeit, das ist Hilfe, wo sie dringend nötig ist. Und deswegen unser herzlichen Dank und Respekt an die, die das leisten. Und deswegen auch die klare Forderung an die Landesregierung. Die Mittel, die der Bund zu Recht zu geben hat, müssen eins zu eins weitergegeben werden, an die kommunale Ebene. Es kann doch nicht sein, dass die auf Kosten hängen bleiben. Und nehmen Sie sich ein Beispiel an Niedersachsen, die geben die Mittel weiter und noch einmal 300 Millionen zusätzlich. Aber Sie feilschen mit den Städten, Landkreisen darum, dass Sie nur einen bestimmten Mittel weitergeben wollen und deswegen verlangen Sie eine Vereinbarung, die die abschließen wollen. Das lehnt die kommunale Ebene ab. Ein Feilschen um Beträge für die Unterstützung von Flüchtlingen, für diejenigen, die die Arbeit vor Ort lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht nur in Ordnung, das gehört sich einfach nicht, um es Ihnen sehr deutlich zu sagen. Lassen Sie uns auch das ein Merkmal in der Krise über Daseinsvorsorge reden. Reden wir über die Krankenhäuser, die vor riesengroßen Herausforderungen stehen. Hessen, die Länder sind zuständig für die Investitionsmittel. Und da muss deutlich mehr passieren. Unsere Kollegin Dr. Sommer hat das immer wieder thematisiert. Und wenn Sie sich die Meldungen aus dem Bereich der Krankenhäuser landesweit anschauen, und dann spielt es keine Rolle, ob ein SPD- oder CDU-Landrat Verantwortung trägt. Die Zahlen sind alarmierend. Und deswegen, glaube ich, müssen Sie deutlich mehr machen. Sie nehmen lediglich 18,4 Millionen Mittel originär aus Landesmitteln in die Hand. Zweckbindung im KFA, Geld anderer Leute ausgeben, kann jeder von uns im Raum. Das ist keine besondere Leistung. 18,4 Millionen Euro originäre Landesmittel zur Krankenhausfinanzierung sind nicht in Ordnung. Lassen Sie die Krankenhäuser nicht im Stich. Und wenn wir über Krankenhäuser reden, kommen wir zwangsläufig zum Universitätsklinikum Gießen-Marburg, zum Rhön-Klinikum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidung der damaligen CDU-Alleinregierung, dieses Universitätsklinikum zu veräußern für 112 Millionen Euro, war eine der größten Fehlentscheidungen, die passiert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir reden hier über 9.600 Beschäftigte, wir reden über fast 430.000 Behandlungen, ambulant und stationär, wir reden über Forschung. Und das, was in den letzten Wochen passiert ist, ist nicht nachvollziehbar. Wie geht es weiter mit dem Rhön-Klinikum? Jetzt haben Sie gestern eine Pressemitteilung verschickt, alles auf bestem Weg, und man wird den Zeitraum verlängern bis Ende Februar. Sie haben schon einen hohen Vertrauensverlust bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch bei Patienten erreicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wann wollen Sie eigentlich den Landtag mal objektiv und umfassend informieren? Und dazu, finde ich, reicht eine Pressemitteilung nicht aus. Wir wollen endlich wissen, was Sie genau verhandelt haben. Und Herr Rhein, wir erwarten, dass Sie hier heute Ross und Reiter nehmen in diesem Landtag, damit die Menschen draußen wissen, was auf Sie zukommt. Hören Sie mit dem Versteckspiel endlich auf an der Stelle. Und wir sind auch bereit, gemeinsam mit Ihnen darüber zu diskutieren, wie können wir den Einfluss der öffentlichen Hand stärken. Ich darf zitieren aus einer Pressemitteilung vom 13.10. des Landtagsabgeordneten Herrn Bamberger aus Marburg. Die Marburger CDU und auch ich persönlich waren immer gegen die Privatisierung und finden sie heute immer noch nicht richtig. Selbst das seichte Klimmen des Leuchtturms ist mittlerweile erloschen. Der ist nicht erklimmt, der ist abgebrannt. Und zwar schon mehrfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam darüber reden, wie realistisch es möglich ist, dass die öffentliche Hand mehr Einfluss, mehr Kontrollmöglichkeit bekommt, damit wir eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau erreichen können und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht permanent Angst um die Arbeitsplätze haben müssen, etwa durch Outsourcing. Von daher eine riesengroße Herausforderung. Sie sind in der Verantwortung, uns zu liefern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wichtiger Punkt, standhaft in der Krise, gestärkt aus der Krise.
die Widerstandsfähigkeit gegen die Feinde der demokratischen Grundordnung und die Stärkung der Demokratie. Wir wollen und wir müssen die Demokratie und den Zusammenhalt in unserem Land stärken. Diskriminierung, Rassismus, Hass und Hetze dürfen in diesem Land keinen Platz haben. Wir sind eine Demokratie, aber wir sind eine wehrhafte Demokratie. Und deswegen müssen alle Anstrengungen unternommen werden, damit Demokratie auch in Zukunft in Deutschland, in Hessen, aufrechterhalten werden kann. Den Feinden der Demokratie muss deutlich werden, diese Demokratie wehrt sich. Und wir werden erneut einen Haushaltsantrag einbringen, dass eine hessische Landesstiftung für Demokratie, die sich der politischen Aufklärung im Kampf gegen rechts verschreibt, endlich eingerichtet wird. Wie insgesamt der Bereich der politischen Bildung ein Mosaikstein ist, damit der demokratische Staat widerstandsfähig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will, Herr Ministerpräsident, sagen, zur Verleihung der Leuchtnermedaille am 1.12. im Verfassungstag, es war ein gutes, ein starkes Signal, Fritz Bauer posthum zu ehren. Damit unterscheiden Sie sich deutlich von Ihren beiden Vorgängern, wo der Geist Wilhelm Leuschner sich überhaupt nicht mehr wiedergespiegelt hat. Aber noch wichtiger ist es auch, ja, aber ich sage Ihnen das sehr deutlich, selbst auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere meint, mir vorhalten zu müssen, da waren auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Darum geht es nicht. Es geht darum, nicht hier Preise en masse zu verleihen, sondern deutlich zu machen, am Verfassungstag die höchste Auszeichnung, das ist etwas Besonderes jenseits des Tagesgeschäftes. Und deswegen war die Verleihung an Fritz Bauer posthum ein richtiges Signal. Es reicht nicht aus. Wir müssen die Verleihung der Leuchtnermedaille auf andere, breitere Füße stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und politische Bildung ist wichtig. Sie gehört in die Schulen, sie gehört in die Kitas, sie gehört in die Zivilgesellschaft. Und wir müssen deutlich machen, dass es sich lohnt, für die Demokratie einzutreten. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wie manche glauben. Demokratie muss jeden Tag gelebt und bewahrt werden. Und das ist eine riesengroße Herausforderung, gerade in den Zeiten, in denen es schwierig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein. Und da will ich zwei Bereiche aus dem Justizbereich ansprechen, die deutlich machen, dass es so nicht geht. Die Aktivitäten der sogenannten letzten Generation, die muss man genau beobachten. Man kann Widerstand zeigen, aber im Rahmen der Gesetze muss das passieren. Und wer gegen Straftaten verstößt, der muss mit aller Konsequenz und Härte des Rechtsstaates rechnen. Aber die in einem Atemzug... Aber das in einem Atemzug zu nennen, Herr Justizminister Prof. Dr. Poseck, mit RAF-Terroristen zu vergleichen, ist der völlig falsche Ansatz. Und da bitte ich Sie, so etwas zukünftig zu unterlassen. Und Sie haben im Übrigen auch andere Aufgaben in der Justiz. Sie waren vor wenigen Tagen beim Amtsgericht in Offenbach und haben laut Medienberichten gesagt, der Zustand der Standard dort im Amtsgericht Offenbach entspricht nicht den Ansprüchen der hessischen Justizpolitik. Ja, aber so ist das. Das ist Verantwortung für 24 Jahre CDU-Politik. Justiz, die ihren Anforderungen nicht gerecht wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vom Bankrott des Rechtsstaates haben Sie gesprochen, nicht wir, weil ich auch wieder ein Gebrubbele von rechts höre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht um wirtschaftliche Transformation, gute Arbeit, starke Wirtschaft. Hessen ist ein Land, wo es auch Industriearbeitsplätze gibt, und der Transformationsprozess streitet voran. Der demografische Wandel, die Digitalisierung, die Dekarbonisierung sind riesengroße Herausforderungen. Nehmen wir nur die beiden Automobilstandorte Baunatal und Rüsselsheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen auch in Hessen weiter qualifizierte Industriearbeitsplätze. Und deswegen, glaube ich, muss man auch schon mehr Anstrengungen in Hessen unternehmen. Und deswegen reicht es nicht zu sagen, ich habe nicht Zeit, vor Werktore zu gehen, sondern wir erwarten eine aktive Wirtschaftspolitik des Landes. So, wir erwarten einen konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien, übrigens da auch das Potenzial, Arbeitsplätze wieder zu generieren. Und wir werden uns nicht verschließen können bei der Zuwanderung, wenn es um Fach- und Arbeitskräfte geht. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich dankbar, dass die Ampelkoalition in Berlin dieses Thema, was jahrelang
von der CDU ignoriert wurde und behindert wurde, endlich auf den Weg gebracht wird. Ohne Zuwanderung wird die deutsche Wirtschaft nicht überlebensfähig sein. Das muss jeder von uns wissen. Und auch da, das gilt dann eher in Richtung von Herrn Merz, man sollte etwas populistisch vorsichtig sein generell. Und Herr Merz meint ja, das Thema aufzugreifen. Ich will den Ministerpräsident zitieren. Der sagte anlässlich der Debatte im Bundestag der Funke Mediengruppe, man muss mit Rücksicht auf Menschen, die sich hier integriert haben, die Wurzeln geschlagen haben, die dieses Land bereichert haben, sorgsam sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo er recht hat, der Ministerpräsident hat er recht. Sagen Sie es, Herr Merz, vielleicht nützt ja etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn es um das Thema Fachkräftemangel geht, geht es um Ausbildungsbedingungen und Ausbildungsfinanzierung. Wir sind für eine vollständige Abschaffung des Schulgeldes. Wir müssen die Ausbildung stärken, die Ausbildungsberufe attraktiver machen. Wir müssen im ländlichen Raum die Berufsschulstandorte erhalten. Unterhalten Sie sich mal mit Handwerksmeistern, die sagen, das, was der Kultusminister vorlegt, geht überhaupt nicht, schadet der Wirtschaft, auch mit Mindestgrößen. Wenn man die nicht erreicht, nach zwei Jahren wird eine Klasse zugemacht. Was ist das für eine theoretische Politik bar jeglicher Realität? Herr Professor Lotz, reden Sie mal mit den Handwerksmeistern, wie die Lage vor Ort aussieht. Und insgesamt müssen wir die berufliche Bildung stärken. Kollegin Barth ist seit vielen Monaten und wir zusammen unterwegs, wenn es darum geht, zu sagen, auch der Wert der dualen Ausbildung in der Gesellschaft, die Wertschätzung muss erfolgen. Deswegen sagen wir auch, die Erlangung eines Meisterbriefes muss dem akademischen Abschluss gleichgestellt werden. Es kann doch nicht sein, dass ein Metzgermeister bis zu 10.000 € bezahlt, während wir ein Medizin- oder Jurastudium finanzieren. Es ist eine Frage von Wertschätzung und eine Frage, wie kann ich die Anerkennung der beruflichen Bildung stärken. Das ist ein wichtiger, ein richtiger Ansatz, der konsequent weiterverfolgt werden muss. Es geht um das Familienland Hessen, gleiche Chancen für die Familien. Es geht um gute Arbeitsbedingungen in den Schulen. Wir brauchen endlich einen Bildungsaufbruch. Das wird mit diesem Kultusminister nicht mehr funktionieren. Der hat ja noch nicht mal Zahlen, wie viele Lehrer es gibt und wie viele die krank sind und Ähnliches. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen gutes Personal, was motiviert ist. Und deswegen sagen wir seit Jahren überfällig, A13 für Grundschullehrer ist ein wichtiger Schritt, um Bildung endlich akzeptieren im Grundschulbereich. Gute Arbeit in Schulen bedeutet Qualifizierung von Lehrkräften, auch für Quereinsteiger ein ganz wichtiger Ansatz. Sozialpädagogische Fachkräfte werden benötigt, auch in der Schulsozialarbeit. Und fangen Sie endlich an, den Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich anzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist 2026. Es fehlen in Hessen etwa 60.000 bis 70.000 Plätze im Grundschulbereich. Dafür werden 4.000 Kräfte benötigt. Fangen Sie endlich an. Sie sind für das pädagogische Leitbild verantwortlich. Und machen Sie es nicht, wie Sie es immer gemacht haben, dass sie 2 Minuten vor 12 etwas machen, was um 12 Uhr begonnen werden soll. Das ist ein wichtiger Ansatz. Die Bundesebene gibt Geld. Sie sind auch in der Verantwortung. Machen Sie in dem Punkt Ihre Arbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Reden wir über Kinderbetreuung und Kitas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kommunen und auch die freien Träger ächzen über den Betriebskosten. 2015 lagen die Ausgaben für die Kinderbetreuung bei 2,1 Milliarden. 2020 bei 3,1 Milliarden. Eine Milliarde mehr. Und die Zahlen sind permanent gestiegen. Wir fordern seit Jahren, die kommunale Ebene, die die Hauptlast zu tragen hat, bei den Betriebskosten zu entlasten. Und frühkindliche Bildung ist ein wichtiger Baustein für lebenslanges Lernen. Hier werden alle Voraussetzungen gelegt für lebenslanges Lernen. Und deswegen muss es mehr sein. In Hessen fehlen 37.000 Kitaplätze. In Hessen fehlen zurzeit 10.000 Erzieherinnen und Erzieher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jahrelang in dem Bereich nichts oder gar zu wenig getan. Hier ist es nicht 5 vor 12. Hier ist es 20 Minuten nach 12, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Erzieherinnenberuf und Erzieherberuf muss wieder attraktiv gestaltet werden. Und deswegen müssen hier deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und ich will etwas sagen zur Armutsbekämpfung. Gestern wurde ein Landessozialbericht vorgelegt. Ein Thema, was Kollegin Gnadl seit vielen Jahren hier immer wieder thematisiert. Die Zahlen für Hessen sind erschreckend. Nehmen wir die letzte Zahl des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes von 2021. In Hessen ist die Armut binnen eines Jahres von 17,4 auf 18,3 gestiegen. Das ist erneut ein Höchststand. Wir liegen bundesweit eher oben. Wir haben kein Erkennungsproblem. Wir haben ein Handlungsdefizit in Hessen. Und deswegen werden Sie endlich hier mehr aktiv. Machen Sie deutlich, dass wir uns das nicht gefallen lassen und dass wir nicht hinnehmen, dass immer mehr Menschen abrutschen in die Armutsgrenze. Und deswegen muss dagegen gesteuert werden, Handlungsbedarf, der besteht. Unterhalten Sie sich mit den der Liga, den Kirchen, dem DGB, dem VdK. Maßnahmen im Bereich der Wohnungs-, der Arbeits- und der Bildungs- und Familienpolitik sind dringend notwendig, um diese Familien nachhaltig zu unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und übrigens, mit dem Bürgergeld wollen wir auch diejenigen weiterqualifizieren, qualifizieren, die sonst in diesem Bereich abdriften. Und deswegen ist, glaube ich, der Ansatz des Bürgergeldes schon eines der richtigen. Und ich will Ihnen mal sagen, gerade in Richtung CDU, wenn Sie dann sagen, ja, ja, derjenige, der nicht arbeitet, bekommt mehr als einer, der arbeitet, das ist schlicht Unsinn, weil wir genau den Ansatz teilen, dass Arbeit immer noch mehr honoriert werden muss, als wenn ich nicht arbeite. Und das wissen Sie ganz genau. Hier wollen Sie etwas suggerieren, was nicht da ist. Das Bürgergeld ist eine wichtige Innovation, die grundlegende Reform unseres Sozialsystems der letzten 20 Jahre. Und deswegen kann es solchen Familien helfen. Und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zur Mobilität. Den Verkehrsverbünden fehlen für die Jahre 23 und 24 zur Finanzierung ihres Etats über 400 Millionen. Was ist die Antwort der Landesregierung? Den einen Teil sollen die Verkehrsverbünde erwirtschaften und den anderen sollen mal die kommunalen Träger machen. Das immer die anderen, das ist das Ergebnis 9 Jahre grüner Verkehrspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was heißt denn das, wenn die Verkehrsverbünde etwas machen müssen? Dann geht es doch an die Einschränkung der Leistung. Weniger Verbindungen, weniger Serviceangebote. Und wir haben doch jetzt Teile des ländlichen Raums, wo am Wochenende kein Bus fährt. Und deswegen ist es der falsche Ansatz, wenn es darum geht, den ländlichen Raum auch deutlich attraktiver für den ÖPNV zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen werden wir im nächsten Herbst wählen. Politik hat den Auftrag zu gestalten, die notwendige Modernisierung unseres Landes voranzutreiben. Die Menschen brauchen Orientierung und Sicherheit. Dafür ist die Stillstandskoalition aus CDU und Grünen nicht mehr in der Lage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es hat sich gezeigt. Es hat sich gezeigt. Wenn man jahrelang etwas nicht in Angriff nimmt, ist die Herausforderung umso größer. Das sehen wir auf der Berliner Ebene. Jahrelang ist in vielen Bereichen nichts passiert. Wir sind als sozialdemokratische Parteifraktion bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen Hessen wieder zu einem starken und vor allem gerechten Land entwickeln. Und wir nehmen den Auftrag ernst, gleichwertige Lebensverhältnisse in Hessen umzusetzen. Das ist ein Verfassungsauftrag. Wir spielen nicht Stadt und Land gegeneinander aus, wie es Sie machen. Gleichwertige Lebensverhältnisse für alle 6,2 Millionen Menschen in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, das werden wir in aller Demut den Wählerinnen und Wählern überlassen, weil dann müssen Sie und wir das akzeptieren. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Das ist in der Demokratie so. Sie wollen dranbleiben, völlig legitim. Ich will dann, dass jemand anders Ihren Platz übernimmt. Sie werden sehen, dass wir eine ganz tolle Person präsentieren. Da bin ich ganz optimistisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Rhein, Sie haben natürlich erst einmal in den nächsten Tagen, Sie werden irgendwann in den nächsten Monaten einen Minister auswechseln. Denn dass Herr Beuth das Ende der Wahlperiode erlebt, glauben Sie das selber nicht. Ich wette mit Ihnen, der wird vor Ende der Wahlperiode gehen. Und die Wette gilt für einen wohltätigen Zweck, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Satz. Allerletzter Satz. Unser Hessen soll sozialer, gerechter, digitaler
wettbewerbsfähiger und durch und durch demokratisch gestärkt. Wir wollen, dass die Demokratie weiterhin Bestand hält. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür braucht es eine andere Anschrift als von CDU und GRÜNEN. Wir freuen uns auf die Auseinandersetzung. Das ist das Salz in der Suppe der parlamentarischen Demokratie. Wir sind bereit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an den Fraktionsvorsitzenden der SPD. Vielen herzlichen Dank noch einmal für diesen Redebeitrag. Ich darf auf der Besuchertribüne begrüßen unseren ehemaligen Kollegen Hans-Jürgen Irmer, den ich draußen schon einmal begrüßt habe. Herzlich willkommen am Ort der Taten.